Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und Level Up Your Life mit Folge Nummer 70 und dem Thema Meine Dämonen und wie ich sie besiege. Hey, herzlich willkommen zum Durchstarter-Podcast Folge Nummer 70, Meine Dämonen und wie ich sie besiege. Wisst ihr, es gibt Momente im Leben, da ist das Leben echt herausfordernd. Und ich bin mir sicher, du kennst diese Momente. Immer dann, wenn ich diese Trainings mache, wenn ich unterwegs bin, wenn ich mein Workout regelmäßig mache, wenn ich mich gut ernähre und wenn ich genug Schlaf habe, dann bin ich mit meinem Bewusstsein und all meinem Wissen und mit meinen Konzepten und Strategien 100% präsent. Das bedeutet, wenn mich was von außen anfliegt, wenn mich jemand ärgern will, wenn mich jemand angreift, wenn mich jemand kritisiert, dann kann ich mich zurücknehmen, nehme mich aus dieser Situation heraus und kann in mir sagen, ich achte dich, ich respektiere dich und es ist mir scheißegal, was du über mich denkst. Wehe aber, wenn meine Dämonen die Macht übernehmen. Und das kannst du dir wie folgt vorstellen. Wenn ich mein Workout nicht regelmäßig mache, wenn der Stresslevel extrem hoch ist, die Ernährung, gelinde gesagt, beschissen ist und dann auch noch ein großes Schlafdefizit herrscht, dann wird die Tür für die Dämonen langsam geöffnet. Und wenn dann der Alltag auch noch stressig ist, dann braucht nur irgendjemand mit so einer pieksigen Nadel kommen, irgendeine in der Kommunikation eine Spitze fallen lassen. Und ich merke, wie die Dämonen in mir die Oberhand ergreifen und ich auf einmal Dinge sage, die ich gar nicht sagen will, die ich in Bestform, wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich mein Workout regelmäßig mache, dann würde ich das überhaupt nicht von mir geben, dann hätte ich das im Griff, dann wäre ich bewusst. So kommen jetzt aber irgendwelche Verletzungen hoch und da gibt es die Reizreaktionsschwelle ganz niedrig. So dass also die dunkle Seite sozusagen die Macht übernimmt. Und jetzt ist ja die Frage, da ich das weiß, dass das so ist und dass es einfach auch Situationen gibt, wo wir jetzt mit unseren Workshops dann auch mal eine ganz stressige Zeit haben, wenn wir was Neues oder ein großes Projekt planen, wie unser letztes großes Level Up Your Life, da war die Zeit für Schlaf wenig, die Ernährung nur durchschnittlich. Und das Workout, das hat dann auch mal auf sich warten lassen sozusagen. Naja, und dann ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass immer dann, wenn du nicht in diesem Idealzustand bist, diese Dämonen in dir aufsteigen. So ist es zumindest bei mir. Und weil ich das weiß, habe ich mir ein Konzept überlegt, wie ich diesen Dämonen Herr werden kann. Immer dann, wenn sich so ein Dämon anfängt zu zeigen und ich das merke, dann sage ich innerlich, halt, stopp! Und stelle mir die Frage, wer kommuniziert denn hier gerade? Bin ich das wirklich? Oder ist es so ein dunkler Aspekt von mir? Und genau das kannst du auch machen. Wenn du in Zukunft in einer stressigen Situation bist, wenig Schlaf, ungünstige Ernährung, kein Workout, du bist gestresst und dein Partner, deine Partnerin piekt dich gerade an. Dann sag innerlich zu dir, halt, stopp. Du wolltest vielleicht gerade schon wieder zurückschießen mit irgendeinem Wort, mit irgendeinem Satz. Und du weißt, wenn das Wort erstmal abgeschossen ist, der Satz gesagt ist, so ein Pfeil, der erstmal fliegt, den kannst du nicht mehr zurückholen, richtig? Dann ist die Verletzung vielleicht schon passiert. Und dann gibt ein Wort das andere. Und genau das wollen wir gar nicht. Und du sagst also, halt, stopp. Guckst in dich hinein und stellst dir ganz bewusst dann in diesem Moment die Frage, bin ich das wirklich? Wer spricht denn dort gerade? Also mein Durchstarterrat für dich. Geh ganz bewusst in deinen Alltag. Und begrüße deine Dämonen, falls sie sich mal wieder zeigen. Und wenn sie dann da sind, sag zu dir, halt, stopp! Bin ich das wirklich? Wer spricht denn da?
Somit unterbrichst du nämlich dieses Reizreaktionsmuster, schaffst Raum, kurz innezuhalten und kannst dir in diesem Moment dann doch ganz bewusst überlegen, wie du handelst, wie du reagierst, was du von dir gibst. Kannst du dir vorstellen, dass das wertvoll ist? Ja oder ja? Das Ganze braucht ein bisschen Training, deswegen anfangen, trainieren, besser werden. Ich freue mich, wenn du mir ein kurzes Feedback zu dieser kurzen, aber dennoch extrem wertvollen und wichtigen Folge schreibst, ob es bei dir funktioniert, wie es bei dir funktioniert und ob du noch irgendeine Unterstützung zu diesem Thema brauchst. Ich freue mich, von dir zu hören. Schön, dass du dabei bist. Denk dran, mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst. PS, noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ich habe das mit den Dämonen schon mal auf einem Workshop erzählt und dann kam auf einmal ganz aufgeregt eine Workshop-Teilnehmerin, die zu mir sagte, Damian, ja, das sind bestimmt Besetzer und das sind Fremdenergien, ich kann dich davon erlösen. Ihr Lieben, genau das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, die Scheiße, die in uns drin ist, wird manchmal laut, wenn wir unbewusst sind. Dann kriegt sie auf einmal Raum und diesem Thema, das nenne ich dann einfach die Dämonen in mir. Es sind meine, es sind nicht die Fremden. Und das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.